Hallo liebe Freunde, ich habe wieder Post bekommen. Ihr seht es, drei schöne Modelle. Diesmal ist es von einem anderen Shop, nicht von Matthias Gorke, sondern von Markus Blömer, MB Building. Da kommt dann aber auch unten drunter dann nachher noch der Link. So, für den Panther, das ist jetzt meiner. Ich habe ja im letzten Video mit dem Panther gesagt, ich möchte einen haben, also habe ich ihn jetzt auch. Gut, was haben wir noch? Den neuen Sturmtiger von Rayfield Model und den 9K37M1BUK von den Russen, dieses Raketenabschusssystem. Wir fangen allerdings an mit dem Sturmtiger, weil der noch niegelnagelneu ist und deswegen wollen die Leute wissen, was drin ist, damit sie sich das Ding eventuell schnell kaufen können. Wie wir wissen, gibt es Sturmtiger von ein paar Firmen schon. Es gibt den Sturmtiger von der Firma Italeri und Revell. Da ist dann schon den Sekundenkleber mal weg. Von Italeri und von Revell, da ist schon die Innenausstattung mit bei. Habe ich irgendwo auch hier bei mir im Stash noch drin. Nur das Problem ist, das Modell ist schon so ein bisschen veraltet. Dann gibt es noch von AFV Club den Sturmtiger. Den gibt es mit einer separaten Innenausstattung. Allerdings ohne Motor und ja. Ich sag mal so, bis jetzt hat es noch keiner so richtig geschafft, einen Sturmtiger in der super perfekten Innenausrüstung zu schaffen. Bis jetzt, jetzt hat es Rayfield Model auch geschafft und ich habe mir vorher schon einige Reviews oder einige Bilder angeschaut. Das Ding ist echt genial, hat allerdings auch einen genialen Preis. Warum ich das Ganze mache? Und zwar möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für Markus Blömer seinen Shop. Ich zeige euch gleich dann auch ein paar Preise, wie viel das Ding woanders kostet und wie viel das Ding bei Markus kostet. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, alles klar, hey, da könnte man eventuell was kaufen. Ich selber kriege kein Geld dafür. Ich mache es einfach nur, weil ich bin der Meinung, Modellbau sollte erschwinglich sein und man sollte für so ein Ding nicht da, was weiß ich, 180 Euro auf den Tisch legen, übertriebenermaßen jetzt. Sondern es sollte auch irgendwo mal die Katze im Dorf bleiben. Gut, eine Riesenkiste. Total fett, ne? Also guckt euch das mal an. Und wir gucken jetzt gleich mal rein, was drin ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. So, Freunde, mein Stuhl quietscht immer noch. Ich mache noch hier später richtig schöne Werbung hin für Markus seinen Shop. Da müssen wir uns aber erstmal noch ein Logo einfallen lassen. Gut, ansonsten Sturmtiger von der Firma Rayfield Model hat die Nummer RM5012. Gut, bevor wir mal mit der Inbox anfangen, Sockel-Shop-Preis, damit ihr schon mal wisst. Preis vom Modellbau König. Preis von Matthias Gorke, für den ich auch ein paar Inbox-Reviews gemacht habe. Und das ist der Preis von Markus Blömer, der, für den ich jetzt weiterhin die Werbung mache, mit dem ich ab jetzt auch zusammenarbeite. Ist, sagen wir mal so, ein ziemlich weiter Unterschied. Ne? Gut, denn Markus sagt sich auch, ich möchte, dass Modellbau erschwinglich bleibt. Und das finde ich eine gute Sache. Und deswegen sage ich, okay, mache ich mit, helfe ich dir dabei. Gut, wie gesagt, ich persönlich habe keine Vorteile davon, außer vielleicht, dass ich vielleicht 1-2% so einen Bausatz günstiger kriege. Mehr ist da aber auch nicht drin. Gut, denn er soll ja auch von irgendwas leben und das ist auch in Ordnung. Okay, ich habe noch nicht reingeschaut, also Premiere, wir schauen jetzt hier gemeinsam rein. So, die Box, habe ich ja schon gesagt, megamäßig groß, megamäßig bestimmt auch voll. Jawohl, schaut mal, ne, das Ding quillt ja schon quasi über. So, also randvoll gefüllt das Ding. So, dann fangen wir mal an. Hier ist wirklich alles eingepackt und alles noch niegelnagelneu. Eine Anleitung, die wirklich schön dick ist. Wenn ich einen Panzer baue mit einer Innenausstattung, möchte ich das auch so haben. Denn das werden sehr, sehr viele Bauabschnitte werden. Zum Vergleich, der Sturmtiger von Revell hat wesentlich weniger Bauabschnitte, ist ja auch klar. Aber wenn jemand den Sturmtiger von Revell bzw. Italeri sich kaufen möchte, weil er natürlich nicht unbedingt 64,95 Euro hat, ist es auch in Ordnung. Ich selber habe auch noch einen Sturmtiger von Revell, den
möchte ich allerdings auch verkaufen. Und ich habe dabei komplette Foto-Ads-Teile von Eduard für die Innenausstattung und für Außen, was dann das Modell besser macht und sieht schöner aus. Und vor allen Dingen von Revell bzw. Italeri hat er hier noch an der Seite Zimmerit dran. So viel zum Thema Revell bzw. Italeri. Gut, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Modell, was ich von Rayfield mal vorstelle. Das erste war ja eben der Tigerpanzer und jetzt haben wir Rayfield. So, wir haben eine Übersicht über unsere ganzen Teile. Und das ist eine ganze Menge. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 normale Spritzgussteile. Wir haben die Unterwanne, wir haben hier die Oberwanne, wir haben transparente Teile. So wie es aussieht, ist ein transparentes Teil auch hier mit dem Dach. Denn ich gucke gerade mal, Dach ist hier sonst nirgendwo mit drauf. Denn T kann ich mir nur vorstellen, ist transparent, weil hier auch ein Winkelspiegel mit bei ist, dass man eben von oben auch reinschauen kann. Finde ich eine super Sache. Das, was transparent angeht, habe ich bis jetzt nur bei ALV gesehen. Gibt es einen Zurüstsatz und dieser hat oben auch den kompletten Aufbau von hier auch als Klarsichtteil. Wir haben Foto-Ads-Teile bei, Gitter und auch hier diese Züge für das Stückchen Kanone von dem Mörser. Wir haben Polycaps, ein Metallkabel und dann haben wir noch unsere Decals dabei. Gut, fangen wir an. Viele Sachen hier drin sind beweglich. Also zum Beispiel diese ganzen Halterungen für die Projektile und so weiter, für die Mörsergranaten sind hier beweglich, dass man sie auf- und wieder zuklappen kann. Das sehe ich hier schon mal, weil hier soll man keinen Kleber benutzen. 4 Stück soll man nehmen, also links, rechts. Dann haben wir hier unsere Einstellungssachen. Es sind sehr filigrane Teile mit dabei, sehe ich gerade, wenn ich das hier alles auf 1:35 runterrechne, sind wirklich schöne filigrane Teile dabei. Bei Revell gibt es zum Beispiel dieses Rad nicht, das gibt es nur von Eduard. Als Ads-Teil sieht natürlich zweidimensional ein bisschen scheiße aus. So, dann machen wir mal weiter. Hier sehen wir dann eben die Halterungen und die können wir hier oben, die Verschlüsse können wir bewegen. Das ist schon mal eine feine Sache. So, viele, viele schöne Anbauteile, die wir natürlich dann auch dementsprechend auch anders bemalen. Und wir sehen also die Leute, die sich hier gerne auslassen mit Abnutzungsspuren, die können sich hier drin richtig auslassen. Also das wird bei mir genauso sein, mit dem Gestell zum Beispiel und mit den Handrädern und so weiter. Da ist ab und zu mal ein Lackabplatzer und so weiter und so fort. So, weiter geht's. Waffenanlage, da sehen wir dann hier eben das Ätzteil, was mit reingeschoben wird, um dann eben die Züge und die Felder darzustellen. Die Granaten, natürlich ist das Kanonenrohr auch beweglich. Hier haben wir noch eine andere Ansicht, damit wir wissen, okay, so muss etwas ganz genau da sein. Zum Beispiel S11 haben wir 8 Mal. Was ist S11? Das sind hier kleine Bolzen, sind das. Schauen wir mal, wo S11 überhaupt ist. Ob das mit dran ist. NTS sind kleine Foto-Ads-Teile, so wie wir das sehen. Schön, okay. Das sind dann wieder die Teile, die von der Pinzette abschnipsen und dann in den Weiten des Modellbohrzimmers verschwinden. Schön finde ich auch, dass man hier ein paar 3D-Ansichten hat. Und zwar, wenn man zum Beispiel die Kanone herausnehmbar machen möchte, kann man dann hier einen Teil so darstellen. Hier, Gun can't remove when L35 part put up. Das heißt also, die Kanone kann nicht herausgenommen werden, wenn dieses Teil nach oben steht. Hier steht die Gun. Also die Kanone kann herausgenommen werden, wenn dieses Teil nach unten ist. Also könnt ihr euch das dann überlegen, wie ihr das macht. Hier haben wir schön den Verschluss, der bestimmt beweglich dargestellt wird. Ja, kein Kleber, also können wir den Verschluss auf- und zu machen. Feine Sache. So, dann haben wir hier auch schön die Spanten, sagen wir es mal so, die wir hier mit einsetzen. Wir haben eine Torsionsdrehstabfederung. Wir haben dann hier auch sämtliche Funkgeräte und so weiter sind mit dabei.
Wir haben hier die Sitze, die schön dargestellt sind, auch hier hinten mit diesem Feder, mit diesem Federgitter, weil eben die Sitze auch später, die mal gefedert gewesen sind, haben wir hinten auch dieses Gitter mit bei. Feines Detail, schön, gefällt mir. Gut, für 65 Euro kann man auch eine Menge verlangen. Und das ist hier wirklich, wenn ich hier sehe, was hier allein schon an dem Getriebe und so weiter ist, aus wie vielen Teilen das besteht, das ist echt genial, sieht super aus. Dann haben wir natürlich die Kardanwellen, die dazugehören, vom Motor zum Getriebe hin. Wir haben einen wunderbar detaillierten Motor mit 1000 Teilen mit dabei. Das ist echt eine feine Sache für den Maybach-Motor. Kann man dann eben noch ein paar Leitungen dazu machen, wenn man möchte. Muss man sich halt eben die Originalteile angucken. Hier zum Beispiel Einspritzleitung und so weiter. So, Motor wird dann einfach nur ohne Kleber angesetzt und dann hier die Kardanwelle dann nach vorne. Ich würde immer sagen, macht Trockenanpassungen, denn wie auch bei dem Academy Tiger 1 kann es dann auch sein, dass man vielleicht irgendwas nicht passt oder sowas und ihr habt schon Kleber drauf, ist zum Beispiel schlecht. Bei einem Modell mit Innenausstattung empfehle ich immer wieder, macht bitte Trockenanpassungen, damit ihr auch wisst, alles klar, das passt zu 100%. Gut, alles klar. Dann haben wir hier unseren Fußboden, den wir dann da oben drauf setzen. Welche Teile ihr vielleicht so macht, dass man sie später rausnehmen kann, damit man besser reingucken kann, überlasse ich euch. Hier seht ihr schon mal, dass vieles nicht klebbar ist. Das hat damit die Bewandtnis, dass man schon vorgedacht hat, dass der Modellbauer vielleicht auf Ausstellung sein Modell so präsentieren möchte, dass er dann mehrere Sachen herausnehmen möchte. Das haben wir dann hier. Mit dabei haben wir hier auch den Klappmechanismus für die Ladevorrichtung. So, ich finde das eine gute Sache, da hat Rayfield echt nachgedacht, denn es gibt zum Beispiel eben Leute, die sich dann eben diesen Kasemattenaufbau in einem Klarsichtteil abgießen oder kaufen von AV und dann kann man wirklich noch mehr reingucken. Oder dass sie eben sagen, ich habe hier eine Ausstellung und so weiter, ich mache das ganze Ding komplett auf Motorraum und Kasemattenaufbau und hast du nicht gesehen. So, dann haben wir hier unsere Halterung noch für die Mörsergranaten. Dann haben wir hier hinten schon unsere Lüftungsteile, unseren Tank links und rechts. Und hier sehen wir dann, alles klar, das, was ihr hier machen müsst, habt ihr in Klammern das Teil, was ihr auf der anderen Seite auch nochmal machen müsst. Die hintere Abdeckung, da gucken wir gleich mal, ob hier zum Beispiel ein bisschen Struktur drauf ist, weil ne, wir haben es ja schon beim Panther mal gesehen, da war hinten Struktur drauf. Das ist normalerweise ein Gussteil. Wir gucken uns dann auch den Holzklotz mal an, ob der eventuell Maserungen hat. Wir werden es sehen. Okay. Und wir haben wieder schöne 3D-Ansichten hier zum Beispiel vom Wagenheber. Hier steht dann eben drin, dass man ein Metallkabel biegen soll, damit man das hier steckbar machen kann. Ne, ohne Kleber zum Beispiel, dass man auch diesen noch entfernen kann. Gut, dann haben wir unser Schachtellaufwerk. Wir haben unser Werkzeug hier mit PE-Teile. Die Klammern ist schon mal super. Also wir brauchen hier wahrscheinlich gar keine PE-Teile dazu kaufen. Das ist echt klasse. Also wer, ja, ich glaube mal nicht, dass sich vielleicht irgendjemand dafür, ja, ich war, also ich, Eduard wird bestimmt keine PE-Teile dafür machen, Voyager auch nicht, aber bestimmt auch nicht, weil hier sind überall schon PE-Teile mit bei. Das ist alles hier schön fein detailliert, da braucht man eigentlich keinen PE-Teil mehr dazu zu machen. Also ich wüsste jetzt nicht wo, innen drin auch nicht. Gut, unsere Lüftung mit Abdeckung, zweiteilige Lüftung, auch eine schöne Sache. Und dann halt hier die Lüfterklappen, auch wieder so, dass wir sie beweglich darstellen können. Hier ist so viel Zeugs beweglich, das ist der Wahnsinn. So, Motorraumklappe legen wir auch nur auf, dass sie halt eben nicht klebbar sind, genauso wie hier, ne, dass man eben alles wieder zurücknehmen kann, rausnehmen kann, wie man möchte. Hier haben wir nochmal eine schematische Darstellung, wie wir unsere Lüftergitter anbringen. Und hier sehen wir dann, alles klar, hier kommen dann die Mörsergranaten rein und deswegen ist hier auch alles klappbar. Dann werden sie hier alle übereinander gestapelt im Kasemattenaufbau hier. Hier sehen wir dann nochmal alles klar. Schutzblech muss ran. Und hier ist eben, wie bei vielen Anleitungen, wenn irgendetwas schon auf der anderen Seite gemacht ist, hier ist es blau markiert. Hier sehen wir dann die Teile, die wir brauchen und auch in Klammern die Teile, die wir für die
gegenüberliegende Seite brauchen. Und das ist hier eben blau markiert, dass das schon fertig ist. Genauso wie hier die Mörsergranaten. Gut, weiter geht's. Und zwar haben wir dann hier auch nochmal eine hintere Ansicht, wie dann die Mörsergranaten innen drin aufgeteilt sind. Hier zum Beispiel eine dann gleich auf der auf dem Lademechanismus. Hier sehen wir dann gerade eben, wie auf diesem Lademechanismus eine Granate vom Ladeschlitten reingeschoben wird. Na, auch eine feine Sache. Kann man ja zum Beispiel, wenn man irgendwann mal Personal hat oder sowas, die da reinstellen, einer fest links an, einer fest rechts an und dann schieben die beide das Ding da rein. Gut, sonstiger Aufbau, was dann im Dach drin ist. Und nochmal eine Klappe, die auch nicht eingeklebt wird. Hier auch alles beweglich dargestellt, dass man eben nachher die Klappe aufmachen kann, die Ladeluke, weil ja dann von hier oben die Granaten reingefahren werden mit dem Kran, wenn das Ding beladen wird. Ansonsten oben Klappe rauf, natürlich nicht geklebt, ist klar. Und unsere tolle Kette. Das ist genau dieselbe Kette, wie sie bei dem Tigerpanzer gewesen ist. Und zwar müssen wir hier dann die Führungszähne separat aufkleben und die Kettenteile mit kleinen Pins zusammenhalten, damit die Kette dann beweglich dargestellt ist. Wie man das am besten macht, kann ich euch nicht sagen. Also ob ihr nun die Kette beweglich habt und dann eventuell die Pins wieder rausfallen, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich das Ding noch nicht gebaut habe und auch den Tigerpanzer von Rayfield nicht gebaut habe. Ich persönlich würde erst die Kettenführungsszene aufkleben und dann später die Kette ganz normal verkleben mit der Variante, wie ich sie in einem anderen Video gemacht habe und dann die Pins später reinmachen, weil wenn ich den Panzer baue, werde ich ihn auch nicht bewegen, sodass ich dann später die Kette nochmal bewegen muss, genauso wie das Fahrwerk. Wer es möchte, muss dann eben die Kette beweglich darstellen. Aber ich werde es dann so machen, dass ich die Kette komplett zusammensetze auf dem doppelseitigen Klebeband und dem Winkel, wie ich das in dem anderen Video präsentiert habe. Und dann später die Pins ranmache und dann die komplette Kette um das Laufwerk rumlege, Durchhang reinmachen, fertig. So, damit ich sie auch später wieder abnehmen kann. Gut, und dann haben wir hier noch den Ladekran, der oben drauf kommt, denn wenn natürlich dann der Panzer beladen wird, brauchen sie einen Kran, die können sie ja schlecht hochheben und dafür haben sie eben den Kran. Gut, in Zusammenarbeit mit Ammo of Mick, sehr gute Farben, kann ich auch nur empfehlen. Viele sagen, okay, sind scheiße, aber ich habe mit Ammo of Mick bis jetzt keine Probleme gehabt. Haben wir hier das erste Tarnschema, dann haben wir hier noch ein Tarnschema, so steht er übrigens in der Farbe auch im Panzermuseum in Munster. Und dann haben wir hier noch ein schönes Flecktarnmuster. Und hier sehen wir dann, was wir für Farben brauchen für die Innenausstattung. Ist ganz einfach, ist nicht wirklich viel. Nur wie gesagt, die Leute, die dann noch andere Sachen mit reinmachen wollen, Lackabplatzer und so weiter, die können sich da richtig auslassen. Definitiv ist unter jeder Farbe immer eine Rostschutzfarbe mit bei. Also wer hier irgendwo Lackabplatzer machen möchte, der kann darunter auch super toll Rostschutzfarbe machen. Denn die war definitiv mit bei. Gut, voll fette Anleitung, 18 Seiten. Deswegen haben wir ganz schön viel gequatscht jetzt. Und es sind auch schon 16 Minuten vorbei. Okay, wir fangen an. Verklebbare Tüten. Fein, hatten wir ja beim Tigerpanzer auch schon gehabt. Hier haben wir dann unsere Teile zum Beispiel für den Motor. Wir haben hier unseren Motor, wir haben hier unsere Lüftung, wir haben hier die Benzintanks und wir haben hier schon die Lüftungsteile mit dabei. So wie ich das sehe, ist alles wunderbar gespritzt, sauber, verzugsfrei, keine Fischhäute etc. und auch ganz wenig Grat dabei. Wir fangen hier oben bei 1 an und hören unten mit der 65 auf, dass wir dann schön keine Teile suchen müssen. Super, gefällt mir. Wahrscheinlich wird es dann wieder so weit kommen, dass ich bei jedem Gussast sagen werde, sauber gespritzt, verzugsfrei.
Wir machen es diesmal so, sollte mir was auffallen, was nicht gut ist, werde ich es dann sagen. Ansonsten seht ihr, dass das alles echt klasse aussieht. Hier haben wir dann eben das Getriebe mit bei vorne. Wir haben hier vorne noch die beiden links und rechts die Scheiben. Wir haben die Funkgeräte, die Bedienungseinrichtungen. Und wir haben auch eine schöne, wie ihr hier seht, einen schönen Bodenbelag mit dem Riffelblech. Sitze sind auch gut dargestellt, genauso wie hier das Lenkrad. Wunderbar, echt schön, gefällt mir. So, ja, hier muss ich jetzt immer ein bisschen rascheln, weil ich suche den Anfang von der Tüte. Ist manchmal nicht einfach. So. Hier sehen wir einen Bodenring. Das wird wahrscheinlich eben sein, noch ein Teil von dem Tigerpanzer, der ja mit Innenausstattung gewesen ist. Das wird dann wahrscheinlich ein Teil sein, was wir nicht brauchen, denn hier haben wir keinen beweglichen Turm oder sowas. Ne? Ich denke mal, es geht nur um die Motorenteile, die wir hier sehen. Ansonsten echt schöne Details hier. Sieht echt klasse aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also da kann ich jetzt schon mal sagen, wird wahrscheinlich auch mein Fazit später werden, dass dieser Bausatz locker, also seine 64,95 ist er wert. Allein schon, weil so viel Plastik hier mit drin ist, das ist der Wahnsinn, wie viel Gussäste wir hier haben. So, hier haben wir schon mal einen Teil der Waffenanlage. Hier haben wir eben die Frontpanzerung, wir haben hier die Lüftergitter und wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Detaillierung gemacht. Wir haben hier eine wunderbare Detaillierung, was die Gussstruktur angeht. Wir haben auch hier vorne an der Kanonenblende haben wir auch eine schöne Gussstruktur mit dran. Das ist wunderbar, so gehört sich das, dass wir da nachträglich nichts mehr machen müssen. Und ihr seht, wie fein hier diese kleinen Teile sind. Das ist echt genial. Also ich habe jetzt hier auch kein Cent mit dabei, aber die Teile sind echt wirklich super genial, super fein gespritzt. Klasse, gefällt mir. So, dann haben wir die nächste Tüte. Da sind dann schon mal unsere Antriebsräder mit bei und Lüftung. So, das haben wir dann hier mit bei. Und hier sehen wir dann auch wieder, das kommt wirklich vom Tiger damals. Denn wir haben hier noch eine Kanonenblende vom Tiger, wir haben hier die Lüftung vom Tiger und wir haben hier die Halterung für die Ersatzkettenglieder. Haben wir schon schön so gemacht, dass wir die oben an den Turm ranmachen können. Brauchen wir aber in diesem Bausatz leider nicht. Gut, unsere Lüftergitter sehen echt klasse aus. Das sind die unteren, nachher kommt dann noch was von oben drauf. Kleines bisschen Fischhaut ist mit bei, ist aber nicht so schlimm. Kann man wunderbar entfernen. Gut. Dann kommen wir mal zu einem Gussast, der nicht nur einmal da ist, sondern zweimal. Kann ich aber auch nur leider beide rausholen, weil hier ist wieder so ein Abstandshalter drin, damit Teile nicht verloren gehen. So, oder auch beschädigt werden. So, hier kommen wir dann auch zu unserer Auspuffabdeckung. Was habe ich gesagt? Das Ding hier, ne? Wäre schön, wenn das Ding eine Gussstruktur hat und ihr seht, das Ding hat eine Gussstruktur. Prima, klasse. So, hier haben wir dann eben schon unsere Drehstabfederung. Wir haben hier unsere Schäkel und viel Kleinkram. Und hier, jetzt, das muss ich euch auch mal zeigen. Hier sehen wir ja schon eine Halterung und hier sehen wir sogar die Flügelmutter mit dabei, was es sonst nur irgendwo als Ätzteil gibt. Also die haben echt hier einen klasse Job abgeliefert. Das Ding ist zu 100% sein Geld wert. Gebe ich auf jeden Fall meine Hand drauf. Und da könnt ihr mir auch vertrauen. Wenn ich sage, dass ein Modell sein Preis wert ist, dann sage ich das auch. Dann mache ich das auch und dann stehe ich auch dahinter, was ich sage. Denn ich habe bei einigen Bausätzen schon gesagt, hier seht ihr Tiger 1. Habe ich auch schon gesagt, das ist mir zu teuer, das wäre mir zu teuer. Und hier kann ich aber sagen,
das ist echt sein Geld wert. Gut, dadurch, dass das ja hier vom Tiger 1 noch ist, von Rayfield, sehen wir hier einen ganz leichten Grat drin, weil eben die Form schon ein bisschen älter ist. Aber wir brauchen zum Beispiel nicht die Rommelkiste hinten dran, wir brauchen wahrscheinlich nur das Werkzeug hier. Gut. Na, warum wackelt die Kamera? So, Fahrwerk, Laufwerksteile, Räder. So, und zwar haben wir hier die Räder mit dabei von der späten Ausführung, und zwar die ohne Gummierung. So, denn der Sturmtiger, der auch zum Beispiel in Munster steht, der hat auch Laufrollen, die ohne Gummierung sind. Gut, alle Nieten, alle Bolzen, alle hexagonalen Schrauben sind super dargestellt. Man sieht auch wirklich, dass es alles Sechskantschrauben sind. So, Waffen, Anlage, Halterung und so weiter. Zweimal vorhanden. So, hier sehen wir schon mal die Geschossköpfe. Sehen auch schön aus, super detailliert. Gibt es natürlich auch als Metallteile irgendwo noch. Die hat mal jemand rausgebracht für die anderen Bausätze von Tamiya, ARV und Revell bzw. Italeri. Gibt es die Dinger auch nochmal gedreht aus Metall. Wer möchte, kann die gerne sich dazu holen. So, und hier haben wir dann eben die Halterung für die ganzen Granaten, die wir dann beweglich darstellen können. Ganz, ganz fein gegossene Handräder. Echt schön. Super. So. Wir machen erstmal mit den normalen Teilen an den Gussästen weiter, bevor wir hier zu Oberwanne, Unterwanne etc. kommen. Hier haben wir eben die Heckplatte, auch Sturmtiger, damit wir wissen, woher es kommt, und auch super dargestellt. Braucht man nicht wirklich viel sagen bei dem Teil, weil da ist kaum was dran. So, jetzt haben wir Waffenanlage. Und den Kasemattenaufbau. Hier haben wir unser Kanonenrohr. Na, das ist mit der sogenannten Slide-Mold-Technik gemacht. Das heißt also, hier ist was reingefahren, sodass wir ein einteiliges Kanonenrohr haben. Super. Wir haben zwei verschiedene Läufe, die wir dann nach vorne raus machen. Auch in Gussstruktur dargestellt. Wir haben hier den Boden von dem Kampfraum. Klasse, wir haben feine Leitung hier schon verlegt. Super, gefällt mir. Wir haben hier auch einzeln dann zum Beispiel die Kettenbleche, haben wir hier einzeln dargestellt, damit wir vielleicht mal ein oder zwei Kettenbleche rauslassen können. Wir haben hier von der Zusatzpanzerung haben wir schön die Bolzen dargestellt, die da rausgucken. Klasse. Super, also ich komme aus dem Loben gar nicht mehr raus. Hier haben wir unsere Granaten, denn wo wir irgendwo eine Spitze von einer Granate haben, gehört auch dann irgendwo noch der Rest von den Granaten dazu. Die sind so fein angespritzt, dass wir hier dann kaum eine Angussstelle haben. Was ich auch gesehen habe, Angussstellen, guck mal, das fällt hier schon fast raus, ne? Und dann haben wir hier hinten auch die charakteristisch Löcher, die mit bei den Granaten mit dabei sind. Denn wir haben auch einige Granaten, die einen Raketenantrieb sogar hatten, damals beim Sturmtiger. Klasse, klasse. So. Kettenpins und unsere Führungsszene. So, wir müssen mal gucken, ob wir dann eventuell, muss ich mal hier die Kettenglieder rausholen. Zumindest einmal ein Part hier. Das kommt mir schon hier gleich alles entgegen, weil das alles so da drauf gespritzt ist. Habe ich schon beim Tiger schon in einem Stück nicht rausge... Nur in einem Stück kriegt man das hier raus. Werde ich auch wieder Spaß haben, das nachher zu verpacken. Gut. So. Gucken wir mal, ob wir hier eventuell den Abstand haben, dass wir sie wunderbar raufkleben können. Leider nicht. Gut, also wir müssen sie alle einzeln hier rausnehmen, unsere Führungsszene. Und dann kleben wir sie auf. Oder halt in der Montagehilfe. Wir haben hier in jedem Gussast eine Montagehilfe. Die können wir wie ein Puzzle zusammensetzen, drei Stück hintereinander. Und dann lösen wir die Kettenglieder raus, machen die Kettenglieder aneinander
knipsen hier einmal ab und drücken dann die Führungsszene drauf. Da muss man halt eben sehr, sehr sparsam mit dem Kleber umgehen. Nicht, dass man eventuell da schon die Kettenglieder verklebt. Gut, okay. Und hier die Kettenpins sind alle gleich als Viererstück dargestellt, dass wir ihn einfach nur zack reinstecken brauchen als Viererstück und fertig. Wird ein Haufen Fummelarbeit werden, aber so ist halt die Kette. Und wir haben jetzt hier mal eine Detailansicht von unserer Kette. Da haben wir dann hier eben charakteristisch wie beim Tiger ist dann hier dieser eine Pin, der hier so mit rüber guckt. Und dann haben wir hier dann auch die Eisgreifer mit dabei, schön dargestellt. Und dann halt eben hier die Löcher, wo dann der Führungszahn rein muss. Ist nicht so schlimm, mein Gott. Wer möchte, ja, der kann sich eine Friol-Kette holen. Da bezahlt er eben auch nochmal 30 Euro fast. Soll jeder selber wissen, wie er das macht. Ich persönlich überlege mir das auch. Mal schauen. Eigentlich wollte ich den Panzer out of the box bauen, das heißt also keine Zusatzteile dazu nehmen. Ich werde mir das mal überlegen. Kommt drauf an, wie kompliziert die Kette ist. So, wir haben hier unsere Unterwanne. Klasse dargestellt und wir haben hier zum Beispiel dann für ein starres Laufwerk haben wir hier überall so einen Pin drin. So eine Art Feder-Nut-System. Und wenn wir dann eben das Fahrwerk beweglich darstellen wollen, müssen wir dann eben hier von der Drehstabfederung den kleinen Pin wegmachen und schon haben wir es dann so, dass wir es beweglich darstellen können. Aber ich denke mal, so ein tolles statisches Modell, was wir dann eventuell auseinandernehmen, um zu gucken, wie es drin aussieht, brauchen wir vielleicht nicht auf ein Diorama raufzusetzen. So, dann haben wir den oberen Kasematten-Aufbau. Mit noch ein paar kleinen Zusatzteilen mit dran. Auch hier schön. Der Deckel ist auch schön in der Gussstruktur. Hier haben wir leichten Verzug, ist nicht schlimm. Und auch vorne haben wir hier, muss ich mal gucken, ob man das mit dem Licht wunderbar sehen kann, haben wir auch, seht ihr, eine ganz, ganz feine, leichte Struktur. Wenn man da mit dem Finger rüber geht, merkt man eben, dass da eine schöne Struktur mit bei ist. Das ist super dargestellt, auch an der Seite, dass eben Walzstahl auch mal eine Struktur hat. Das ist echt klasse. Hoffentlich sieht man das auch später, wenn man da die Farbe drauf gemacht hat. Gut, und innen drin haben wir dann hier auch in den anderen Teilen haben wir dann eben hier die Frontplatte, die dann hier innen drin reingeklebt wird, die Seitenteile und die Heckplatte. Klasse. Auch mit der Struktur. Sieht super aus. Gefällt mir. Das ist halt eben on top. So muss Modellbau sein, dass man nicht mehr viel machen muss. Und dann haben wir noch eine letzte Tüte mit zwei Polycaps. Ich glaube, Polycaps brauche ich nicht zu erklären, die kennt jeder. Wir haben dann unsere scharfkantig gedruckten Abziehbilder. Die hole ich mal raus für euch. So, also auch wirklich scharfkantig gedruckt. So muss das sein. So ist Modellbau heute. Auch mit ein paar Warnhinweisen und so weiter, die wir innen drin reinkleben dann. Und hier auch dann schon Anzeigen für die Fahrerinstrumente. Klasse. Gut, Foto-Ads-Teile, zwei Platinen. Hier haben wir noch diesen kleinen Metalldraht dazu. So, Foto-Ads-Teile von ein paar Halterungen noch, von den was ich gesagt habe, für den Sitz hinten diese Federdarstellung, damit es ein bisschen bequemer ist. Wir haben hier die Züge und die Felder von dem kleinen Kanonenrohr. Wir haben hier Lüftungsgitter mit dabei und eben hier dann die Spanten, die unten in das Fahrwerk reinkommen. Schön. Und wir haben hier den Aufbau vom Dach, was ich dann jedem selber überlassen kann. Hier ist leider ein kleiner Kratzer drin. Da muss man dann eben schauen, dass man den vielleicht nochmal herauspoliert bekommt. Schade, schade, schade. Der ist auch, ich kann es jetzt nicht sagen, ob er durchgehend ist. Der ist durchgehend, der Kratzer. Scheint von der Form zu sein. Schade. Naja, einziges Manko hierbei, okay, ist produktionsbedingt, dass hier eben ein Kratzer drin ist.
Aber ich denke mal, das wird dem Bauspaß nicht wirklich viel Probleme bereiten. Und wer eben möchte, der macht es dann so, dass er sich das dann vielleicht lackiert. Oder wenn er einen kennt, der einem das abgießen kann, dann kann man ja versuchen, das ganze Teil nochmal abzugießen. Gut. Ein Riesenbausatz, also eine riesengroße Baustelle, sagen wir es mal so, mit sehr, sehr vielen Teilen. Also ich habe sie nicht gezählt, es steht auch nirgendwo drauf. Ich werde das dann mal später in die Kommentare reinsetzen. Aber es sind, denke ich mal, knapp 3000 Teile. Vor allem, wenn ich mir die Kette angucke, wird das Ganze sehr lustig werden, das ganze Ding zu bauen. Gut. Wie gesagt, Preis, den ich empfehlen kann, 64,95 €. Ich mache dann auch den Link von Markus Blömer unten rein, von seinem Shop, und ich verlinke auch gleich dann das Angebot für diesen Panzer mit dazu. Unter anderem kommt noch rein wieder der kategorische Link für unsere Facebook-Gruppe und auch der Link zur Seite Scalemates. Da werden nicht viele Informationen bis jetzt da sein, was man noch dazu kaufen kann, aber ich denke mal, vielleicht eine normale Metallkette wäre vielleicht möglich, die man noch dazu kaufen kann, wenn man sich das eine ganze nicht antun möchte mit diesen ganzen kleinen Mini-Teilen. Das kann man vielleicht machen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein super Bausatz, den man echt klasse aus der Box herausbauen kann, ohne irgendwelche großen Probleme. Gut, solltet ihr Fragen über diesen Bausatz haben, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinsetzen. Und ihr könnt uns aber auch auf der Facebook-Seite besuchen. Kommt in die Gruppe rein, wenn ihr euch für Panzermodellbau interessiert. Weitere Vorstellungen kommen noch. Und wie gesagt, ich werde dann etwas mehr mit Markus Blömer zusammenarbeiten, weil er doch sehr gute Preise hat in seinem Shop. Und die sind auch fair, sodass sich viele Leute Modellbau dann auch besser leisten können. Zum Beispiel gibt es bei Trumpeter Unterschiede teilweise von bis zu 30 €. Nur das gesagt. Gut, alles klar. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.